Hallo ihr Lieben, wir lernen heute die Harfenstimme Nummer 3 für unser Trio, die Titelmelodie von dem Film Die Dornenvögel. Je nachdem, ob ihr eine Pedal- oder eine Hakenharfe spielt, gibt es hier ein paar Unterschiede. Wer die Pedalharfe spielt, der stellt von vornherein F-Dur ein, das heißt, er stellt C-Dur ein und aber das B-Pedal nach oben. Die Klappenharfen stellen auch ihre Klappen auf F-Dur, das heißt, die E- und die A-Klappen sind alle oben und die B-Klappen sind unten. Als erstes haben wir sehr, sehr viel Pause. Wir haben den Luxus, dass wir erstmal den anderen zuhören dürfen. Wir haben aber auch die Verantwortung, gut zu zählen, beziehungsweise während wir proben, müssen wir gut hören, was der Teil A und was der Teil B ist. Wir dürfen also nicht nur die Musik der anderen genießen, wir müssen auch wissen, wo wir sind. Im Takt 20 steigen wir dann ein und zwar gleich ganz fulminant mit einem Glissando. Dieses Glissando lässt sich gut spielen mit der rechten Hand, mit dem rechten Zeigefinger. Die Hand ist eine zur lockeren Faust. Der Daumen ist ganz locker nach oben gestreckt, damit er nicht im Weg ist. Und wir setzen unseren zweiten Finger von der rechten Hand auf das tiefe G. Dort starten wir. Und unser letzter Ton hier oben ist das A. Wir können hier den Zeigefinger einsetzen, den zweiten Finger. Wir können auch den Daumen einsetzen. Der Vorteil vom Daumen ist, dass wir dann von uns wegspielen. Und wenn wir mit dem zweiten Finger spielen, dann ist die Gefahr, dass wir uns da so ein bisschen selber ins Gesicht hauen. Also man kann beide Finger nehmen, aber dann muss man sehr diszipliniert hier oben aufpassen. Dieses Glissando geht genau über 3/8. Das muss genau getimed sein. Wir machen das einmal. Wir zählen Takt 20. Auf der 4 geht es los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Das muss sehr gut geübt werden. Die Menschen denken immer, das Glissando wäre das Einfachste auf der Harfe. Das stimmt aber nicht. Erstens gibt es viele, viele verschiedene Arten von Glissandi. Und zum anderen will auch ein Glissando in der richtigen Weise gespielt werden und in der richtigen Zeit. Wir müssen es also wirklich gut üben, wie viel Zeit wir haben, um da oben anzukommen und wie viel Druck oder wie wenig Druck wir geben müssen und wie schnell oder langsam wir mit unserem Ellenbogen den zweiten Finger nach oben ziehen. Wir üben das noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Man muss das in verschiedenen Geschwindigkeiten können. Ja? Man muss das sehr, sehr langsam können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Oder später dann schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Man muss das gut mit dem Zählen üben. Aber dafür ist es besonders schön, also die dritte Harfe steigt wirklich ganz grandios ein mit viel Aufmerksamkeit. Wir haben dann 3/8 Zeit, um da oben unsere Hände wieder neu zu sortieren, wenn wir da oben angekommen sind. Wir machen das also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Und jetzt sollten wir unsere Hände organisiert haben für die nächsten Noten, die wir brauchen. Die linke Hand spielt nun eine Terz, die rechte Hand spielt eine Quarte. Die linke Hand spielt Terz F und A und die rechte Hand spielt die Quarte F und C. Also wer Schwierigkeiten hat, sich schnell zu orientieren, der kann sich merken, dass die oberste und die unterste Note jeweils ein F sind, die blaue Seite. Das kann man ganz gut treffen, ja, als Erinnerung für den Kopf, dann kann man das gut schnell organisieren.
Und dann muss man sich eigentlich nur die Intervalle merken. Links eine Terz, rechts eine Quart. Und das geht nun so. Wir sind hier oben angekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Jetzt die linke Hand spielt die Terz. Die linke Hand geht zum C, die rechte Hand bleibt bei ihrer Quarte. Terz, linke Hand wieder eine Terz und wieder das C. Terz. Das kommt nochmal. Jetzt kommt wieder das C. Jetzt sind wir angekommen bei Takt 28. Jetzt brauchen wir allerdings dieses H. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für die Klappenharfen. Die eine Möglichkeit ist, dass man diese H-Klappe von vornherein schon hochgestellt hat. Allerdings, weil wir bei unserem Glissando an dieser Seite dran vorbeikommen, es klingt ein klein bisschen unrein. Wenn man das sich einmal anhört, man hört den einen Ton, ne? Man hört, dass das dann nicht F-Dur ist. Es wäre allerdings auszuprobieren, ob es so sehr auffällt, ja, wenn auch die anderen Harfen noch mitspielen. Und vielleicht kann man ja hier einfach ein bisschen weniger stark spielen. Also es wäre eine Möglichkeit, dass man dieses H von vornherein oben gehabt hat. Und dann eben und weiterspielt. Die andere Möglichkeit, die ein bisschen sportlicher ist, wäre, dass man spätestens in Takt 28 es folgendermaßen macht. Also man hat Takt 27, da haben wir hier noch unseren Wechsel. Und in Takt 28 könnte ich jetzt mit der rechten Hand einen Dreiklang spielen. Das heißt, die untere Note F spiele ich nicht mehr mit der linken Hand. Ich gehe aus dem Muster raus. Und während ich diesen Dreiklang spiele, stelle ich die Klappe um. Und jetzt kommt nämlich in der linken Hand eine Sekunde F und G. Und dann geht es bei Buchstabe D weiter. Also das wäre eine Möglichkeit. Ich spiele noch mal ab dem Anfang der Zeile, ab Takt 25. So, jetzt Achtung, jetzt gehe ich in die rechte Hand. Eine Möglichkeit. Wer das sehr stressig findet, wie gesagt, die Alternative ist, diesen Haken von Anfang an oben zu haben. Ich denke, wir können das ausprobieren und es ist sicherlich auch klanglich zu vertreten. Wer aber ganz korrekt sein will, aber sich das nicht zutraut, so schnell zu wechseln zwischen den Händen, der kann natürlich auch Folgendes machen. Der kann zum Beispiel von der Sekunde die untere Note weglassen, das F, ja, und spielt dann in Takt 28 die Töne F, A, C und dann einfach einen Dreiklang. Er wandert einfach einmal nach oben von F, A, C zu G, H, D. Ist also wieder der gleiche Griff, nur einen Ton höher. Ja, und lässt einfach dieses untere F, das zweite F weg und damit hat er dann alles in der rechten Hand schön gepackt und muss also nicht zwischen den Händen wechseln. Das kann eine große Erleichterung sein. Wir machen also auch das einmal. Ich fange an bei Takt 27, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt rechte Hand.
linke Hand in den Bass. Diese 1 vom Bass, die würde ich auf jeden Fall immer mitüben an solchen Stellen, wo man einen schnellen Wechsel hat. Dann sollte man nicht bis zum Taktstrich üben, sondern immer den nächsten Anschluss mitüben, die nächste 1 mitüben. Ja, für die Pedalharfen ist es alles kein Problem. Die Pedalharfen können irgendwann nach dem Glissando, das lassen Sie natürlich am besten noch ein Weilchen ausklingen, aber irgendwann im Verlauf zwischen C und D müssten Sie einfach Ihr H-Pedal treten und dann sind Sie für den Takt 28 gerüstet. So, wir spielen diese Stelle noch einmal von C bis D mit Klappe unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Jetzt habt ihr bei mir gesehen, man hat sogar genügend Zeit, auch wenn man das F mit der linken Hand spielt, kann man noch schnell da oben hin greifen. Also auch das geht gut. Ja, dann übt diesen Teil bitte in der gewohnten Art und Weise. Fangt ganz, ganz langsam an zu üben. Mit ganz langsamen Achtelschlägen. Und ja, dann geht es demnächst weiter mit Teil D.